Prophet. Der Linkschalen-Einsatz bleibt offiziell eine Geheimoperation der USA. Sie werden da draußen meine Augen und Ohren sein, Prophet. Halten Sie Ihr Team am Leben. Ich verstehe diese Form von Loyalität. Ich unterstütze Sie sogar. Aber Ihre Hauptaufgabe besteht darin, mir Bericht zu erstatten. Falls möglich, bringen Sie Proben. Falls nicht, kommen Sie einfach lebend zurück und erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Die Daten sind jetzt das Entscheidende. Die Nanosysteme, aber... Wir alle leben nur mit geborgter Zeit. Es ist Zeit, dass die gesamte Menschheit endlich ihre Wahrheit macht. Systemwiederherstellung. Ätzstoffe isoliert. Basisfunktionen gestört. Leite primäre Energiesysteme um. Bitte warten. Was? Hau ab! Also, ich kriege nur einen schwachen Feed von Ihrem Anzug. Aber im Moment muss das reichen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Jack Hargreave. Zu Ihren Diensten. Aha. Nathan Gould hat meinen Namen mit Sicherheit erwähnt. Aber vermutlich hat er nichts Gutes über mich zu sagen. Pisst euch! Hau ab! Aber jetzt haben wir Dringlicheres zu tun. Wir müssen sie bewaffnen und auf den neuesten Stand bringen. So. Sie stehen jetzt ganz in der Nähe des kranken, bürokratischen Herzens dieser Stadt. Aber dass alle Politiker ausgeflogen wurden, hat es nicht besser gemacht. Denn was sie ersetzt hat, ist leider genauso schlimm. Aber Sie müssen mir nicht glauben. Warum sollten Sie auch? Vertrauen muss man sich verdienen. Sehen Sie sich selbst an. Ich lotse Sie so gut ich kann. Aber in dieses dreckige, kranke Herz müssen Sie selber runtersteigen. Es gibt da drin etwas, das Sie brauchen werden. Primärsysteme umgeleitet. Bitte passieren. Okay. Was zur Hölle ist passiert? Ein riesiger Krater. Oh Mann. Was machen eigentlich diese kleinen Viecher? Warum zupfen die dauernd an den Leichen rum? Oder stechen? Oder? Das ist echt komisch. Schon wieder im Bus. Ironie mit brennender Flagge. Ist einer. Alien oder Mensch? Ich weiß es nicht. Tarnfeld aktiviert. Nö. Sieht sauber aus. Finde den Eingang zum Hive. Kämpfe dich über die Blase. Mach ich. Oh oh. Meine Kinder! Einfach so! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Ein Lazarett oder was? Also so eine Art Lazarett. Boah, wie viele Leichensäcke. Alle infiziert. Oh Gott. Er redet schon eine andere Sprache. Und hier wurden die VIPs anscheinend verarbeitet, wie es ihrem Status gezielt. In Leichensäcke gepackt und auf einen Haufen geschmissen. Sehr toll. Was war das? Aber hier sind keine Cells. Boah, Junge. Darüber, alles klar. Ich muss aufpassen. Vielleicht gibt es hier doch noch versprengte Einheiten. Na
eher, dass ich Alien-Einheiten finde. Was machen die hier? Aufräumen. Das erfordert Genialität. Denken Sie an die Rinderkrise in Argentinien vor 2 Jahren. Oder an den britischen BSE-Ausbruch im letzten Jahrhundert. Die Tiere zu schlachten war nicht das Problem. Das ging ganz einfach. Aber wie sollte man sie entsorgen? Was macht man mit Millionen von verrottenden Leichen? Aha. Okay, soll ich das jetzt so verstehen? Hä? Der saugt an dem Typ und dann... Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Ist hier irgendwas? Nein. Was bringt es? Was bringt dieses Virus? Sie saugen an den Leichen rum und dann spucken sie es irgendwo aus. Ich verstehe es einfach nicht, was das bringen soll. Da, der pumpt jetzt irgendwas in die Leiche rein. Und läuft jetzt wieder zu einer anderen Leiche und pumpt es von der ab. Komisch. Oh. Immer her damit. Gut. Naja, gut. Bewaffnen wir uns erstmal wieder. Oh, alles leer. Gut. Hier geht's nicht lang, dann gehen wir mal hier weiter hoch. Hm. Überall die gleiche Statue. Leichen über Leichen. Soll ich hier jetzt nur rumrennen und mir die Leichen angucken? Ah. Ich muss da hoch. Ein Stock höher. Da rein. Okay. Ich bin auf dem Weg. Brauche ich nicht. Ich brauche endlich eine Pistole mit Schalldämpfer. Tür auf. Oh, eine Pumpgun mit Schalldämpfer. Alles klar. Nehme ich mit, dann habe ich wenigstens jetzt den Schalldämpfer. Ja, denn das ist alles Teil desselben Systems zur Verarbeitung von Biomasse. Zu welchem Zweck? Nun, das ist in der Tat eine gute Frage. Oh mein Gott. Abstoßend, ja, aber auch faszinierend. Ich muss aufpassen. Die Aliens sind verdammt stark. Die Pumpgun mit Schalldämpfer. Nein, ich versuche einen Stealth-Kill. Und tschüss. Kampffeld aktiviert. Okay. Die merken ganz sicher nicht, dass einer von denen tot ist. Kampffeld aktiviert. Doch. Der sagt zwar nicht, einer von uns ist am Boden, aber er kommt. Und er sieht ziemlich schlecht gelaunt aus. Warum ist das passiert, hä? Dreh dich um, dann weißt du's! Scheiß Oktopus. Okay. Ich muss aufpassen. Nur noch einer. Der dürfte eigentlich kein Problem sein.
Alter, ist das Ding eklig. Wird Zeit, dich auszuschalten. Da ist auch noch einer. Und tschüss. Schön die Kehle durchgeschnitten. So, gut. Alle schön ausgeschaltet. Die sind blöder als die Menschen. Okay, gehen wir mal hier weiter. Ja, das ganze Haus steht schief. Oh oh. Runter, 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 runter. Er meint etwas gesehen zu haben. Kampf aktiviert. Ja, du hast was gesehen. Du bist nicht dumm. Kuckuck! Kampf aktiviert. Boah, jetzt haben sie keinen Helm mehr auf. Ja, du hast was gemerkt. Der ganze Kopf ist geplatzt. Sind hier noch mehr? Tatsächlich. Hallo. Der Kammerjäger ist da. Da oben steht noch einer. Was? Wieso? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso schießen die auf ihre eigenen Männer? Drüben ist auch noch einer. Wow, 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 jetzt wissen sie, wo ich bin. Gut, das war's. Oh nein, einer ist noch da. Er spielt hier immer Katz und Maus und versteckt sich. Einer ist noch da. Den darf ich jetzt. Hey! Bleib stehen! Wo ist er hin? Mein Gott, ist der flink. Da oben ist noch einer. Nein, da oben steht er nicht, oder? Ich weiß nicht, wo er steckt. Er sieht mich auf jeden Fall nicht. Kampf aktiviert. Kollege, wo bist du denn? Da unten. Hi! Das war's. Oh doch. Kampf aktiviert. Okay. Lass mal Munition wieder nehmen. Hier? Nichts. Auch nichts. Alles sauber. Okay. Lass mal noch mal ganz kurz gucken, was liegen hier für Waffen. Das ist gar keine Waffe. Liegt hier nirgends auf dem Koffer eine Waffe? Nein. Okay. Dann geht's weiter. Hallo? Jetzt vorhat? Es reicht ihm nicht, unsere Stadt mit steuerfinanzierten, bewaffneten Halunken zu überfluten. Jetzt haben wir auch noch hypermoderne Kriegsmaschinen auf den Straßen, die langsam, aber sicher außer Kontrolle geraten. Okay. Augenzeugen konnten in Midtown die Mediensperre überwinden. Das habe ich doch schon gekauft. Und haben uns über Handy voll. Es war eine gehende Maschine. Da! Wie früher bei verdeckter Einsatz. Geil. Oder was weiß ich. Modus kaufen. Drei Beine und dazu dieses Geräusch wie ein Schrei. Ich bin und nur dann? Noch gerannt. Einfach alles töten! Die Menschen einfach wegblasen! Ich hab mich versteckt und Jesus um Rettung angefleht! Und Halleluja! All die armen Menschen! Kann ich mich jetzt länger tarnen, oder was? Was hat es jetzt gebracht? Achso, ist falsch. Nee, was war's? V? Nein.
Geh. Ach. Was war es denn jetzt nochmal? Y? Nein. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was es war. Toll. Was war denn jetzt nochmal? Ach, egal. Dann mache ich es halt so. Was bringt das? Ich sehe gar nicht, was das bringt. Verdeckte unterstützt das... Was? Unterdrückt das Geräusch von Schritten. Ach so. Okay. Ach, schon wieder falsch. Egal. Besser. Ja, die ist eigentlich besser, oder? Nee. Okay. Dann starfen wir mal weiter. Und erkunden die Gegend. What the hell? Das ist ja riesig. Was zur Hölle ist das? Das hat den Helikopter runtergeholt. Sie sollten von Ihrer jetzigen Position aus einige freie Elemente der Alien-Struktur ausmachen können. Das Schiff, das Lockhart und Lohnbeutel abgeschossen haben, muss irgendwo über dem Boden angedockt haben. Suchen Sie nach einem Turm oder einem Silo. Okay. Was ist da? Beobachten. Ja, wow. Flankieren und sonst gibt's nichts. Das ist alles. Na ganz toll. Na ganz super toll. Und los. Ich sehe keine mehr. Ich weiß aber, dass hier welche sind. Waren doch vorher welche. Hallo? Down. Dreh dich um, mein Freund. Ich bin hier. Oh yeah. Jetzt geht's ab. Weißt du was? Scheiß Schalldämpfer wegmachen, dann macht's mehr Schaden. Ja, mach doch. So, jetzt. Komm schon! Zeig mir, was du kannst, du glibbrige Blechbüchse! Ich nenne euch jetzt Glibbies. Ja, Mann! Bam. Das war gut. Hier, Glibbies, Glibbies. Wo seid ihr, Glibbies? Sehen Sie sich um. Diese Ökologie. Wollten Sie hier einen fremden Planeten? Näher ran werden Sie wohl kaum kommen. Oh, was? Nur mehr Zeit. Oh! Nix gibt's. Komm raus! Komm hinter dem Pfeiler vor, du blödes Glibbervieh! Okay. Schönen Glibbernei. Heidenei. Schönen Glibbernei. Mist. Da sind noch mehr. Und wieder in den Glibber. Ich muss in den Glibber schießen und dann sind sie gleich tot. Wenn sie sich nicht immer verstecken würden. So wie Fluffies. Nee, wie heißt das? Floppy. Flubber. Ja, Mann. Rennende pinke Flubbers. Mit cooler Technologie. Cyborg Flubber. Okay, wohin? Oh, oh, oh. Das
Himmel. Jawoll, ja. Oh Mann. Oh Mann. Die Aliens wollen es wissen. So. Toll, niedrige Energie, okay. Mal aufladen ganz kurz. Einer ist noch irgendwo hier, oder? Da ist hier kein mehr. Gut. Junge, was für ein Loch. Das Ding hat ein riesen Loch gerissen. Sieht aus wie eine riesige Schlange, die sich in den Boden reinfrisst. Ich will nicht wissen, was... Oha! Da stürzen die Wolkenkratzer ein. Alter! Böse, böse. Maximale Panzerung. Ich brauche Munition. Gut. Hey, lass mich rein. Was ist denn jetzt los? Ja, ist ein bisschen schwierig. Ja, mit Muni. Langweilige Knarren. Ich behalte meine. Ist gut. Was? Alter! Hier stürzt alles runter. Oh oh. Guck mal, guck mal, guck mal. Wie er hier rumschießt. Der andere kommt hier an einen Schlich und meint mich zu flankieren. Ciao! Aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Da ist auch einer. Ja! Du Sack, du! Ja, ja. Ja, ja, ja. Mhm. Was ist das? Noch einer. Hier, ich schieß dir deine Tentakeln ab. Tentakelfresse. Oh, was? Oh. Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Super Alien! Boah! Oh ja! Was geht? Wie soll ich das Viech killen? Oh, ich muss mich irgendwie aufladen. Ich verstecke mich erstmal. Ah, oh, es weiß nicht, wo ich bin. Oh oh. Geht auf! Wow! Okay. Da müssen wir zu härteren Mitteln greifen, mein Freund. Bam! Was? Nein! Nein! Ja, wie soll ich das Viech töten, wenn das Raketen aushält? Das ist ja nicht fair. Aber was ist schon im Leben fair? Crisis bestimmt nicht. Nein, ich mach das jetzt anders. Ich suche mir jetzt eine gute Deckung und dann geht's ab. Wow, 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 wow! Also der Monster-Cyborg geht gleich ab. Ey, lass doch den armen Baum in Ruhe! Au. Mist, ist das Ding flink! Okay, das erste ist tot. Wie benutze ich die scheiß Pumpgun eigentlich? Boah! Verdammt nochmal! Das ist nicht fair. Die haben Raketenwerfer. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen auf den großen Dicken. Nein, einer ist noch da. Der weiß nur nicht, wo ich bin. Dann laden wir uns erstmal auf. Oder ist es der große Dicke?
Ja, das ist er. Und er will's wissen. Er will's auf jeden Fall wissen. Geh mal her damit. Wo bist du? Maximale Panzerung. Da. Vielleicht kann ich ihn auch sterben. Wer weiß. Los. Kampffeld aktiviert. Komm schon, sterf ihn. Komm schon. Egal. Ich schick dir in deinen scheiß Tentakel rein. Fuck! Oh, jetzt kommt er wieder mit seinen Scheißraketen. Nein, nix Tarnfeld. Panzerung bitte. Da kommt. Komm, Schnucki. Jetzt probieren wir es mit zwei Raketen. Nummer 1. Und nachladen. Wow. Shit! Ja, Nummer 2! Oh, Alter, was? Und Nummer 3! Geschafft! Fahrt zur Hölle! Ja! Fuck, Viech! Hey, die Aliens lassen die ganze Zeit so Erfahrungspunkte liegen. Mist, ich muss mal gucken, ob ich welche liegen lassen habe. Ja, mit V treten, das weiß ich doch. Nee, also, das stimmt, die Leichen bleiben ja nicht liegen. Nachladen. Wie gut, dass ich noch 3 Raketenwerfer hatte. Also, sonst wäre das echt nicht so dolle ausgegangen für mich. 3 Raketen hat das Ding ausgehalten. Und jetzt ist es leer. Kann ich es jetzt besteigen? Oh, das wäre doch geil. Wenn ich jetzt noch zu dem Anzug noch einen Monsteranzug kriegen würde. Das geht weiter, Freunde. Hier ist der Alien Hunter. Ich glaube, ich sollte mich beeilen, bevor das Ding runterfällt und das Ding zu ist. Ab. Jawohl, geschafft. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Das Verteidigungsministerium will die Rawson-Flutbarriere sprengen und mit der Überschwemmung des unteren Teils der Stadt die Seth auslöschen. Wahrscheinlich ziehen sie diesen Wahnsinn trotz meiner Proteste durch. Und dann sollten sie nicht unter der Erde sein. Begeben sie sich rasch zum Zentrum der Alien-Struktur, Alcatraz. Und dann raus. Wir haben nicht viel Zeit. Immer bin ich der Volltrottel, der für andere die Arbeit machen muss. Tun Sie das und das, Alcatraz. Das reimt sich.